Voll rassistisch, dieses Spiel. Blauhäutige Schleime sind stärker als grünhäutige Schleime. Ach ja, seinen Sturz kann man damit übrigens auch abfangen. Der Leuchtstab leuchtet immer noch, okay. Hallo. Komm. Ich krieg dich. So. Nein, hier wollte ich nicht hin. Dort haben wir es mal wieder mit den Stingers zu tun. Also mit den Hornissen. Kommt, wenn ihr hier reinfliegt, dann kriege ich euch. Aber wenn ihr da draußen stehen bleibt, habe ich ein Problem. Oh oh, der Maneater kommt. Na toll, jetzt bin ich vergiftet. Habe ich jetzt überhaupt sowas wie einen Stinger bekommen? Ich habe zwei Stingers bekommen, aber keine Wein. Schade. Hallo? Fackeln. Und zacka. Schon wieder. Irgendwie ist die Harpune ziemlich stark gegen die Viecher. Okay, das auch. Komm schon. Ich habe mir nicht umsonst so viel Munition gekauft. Ja, eine Wein. Damit kann ich mir den großen Greifhaken leisten. Und ein Rubin, den ich vorher noch nicht gesehen habe. Dort vorne sind mehrere Dschungelsporen, da möchte ich jetzt aber erstmal noch nicht hin. So. Gehen wir erstmal hier durch. Ich überlege gerade irgendein Thema, worüber ich reden kann. Was ist denn demnächst? Zeugnisse gibt es jetzt am Freitag, aber was soll ich da sagen? Dass mein Zeugnis, naja, eigentlich so ist, wie ich es erwartet hatte. Sowohl schlechte Noten als auch gute Noten. Aber keine Ahnung, was ich sonst sagen sollte. Ach, das Offer Flight kann ich aktivieren. Genau das kann ich sagen. Worüber kann ich sonst reden? Ich könnte über meine Pläne jetzt hier in diesem Spiel reden. Oder generell über meine Pläne bezüglich meines Kanals. Ich habe keine Ahnung. Oh, davon habe ich Dschungelsporen übersehen. Die Dschungelspores, die wachsen hier, glaube ich, so wie Pilze. Pilze sind immer toll, die brauchen keine besonderen Samen zum Wachsen. Die sprießen einfach so aus der Erde. Jedenfalls in diesem Spiel. In echt brauchen Pilze zwar auch keine Samen, aber Sporen, bla bla. Naja. Bio ist nicht ganz so meine Stärke. Obwohl, na gut, es gibt noch andere Fächer, die weniger meine Stärke sind. Latein! Wie was? Nein, ich habe nicht Latein gesagt, das klang nur so. Was haben wir denn da oben? Silver Coins, okay. Bomben. Einfach mal hier alles platt machen mit meiner Harpune. Geld, Geld. Ah, und ein Goldraum. Ja. Hui. Zack, 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 zack. Kannst du dich ein bisschen beeilen? Ich habe jetzt wirklich nicht den ganzen Tag Zeit. So, ich sollte jetzt mal runtergehen. Was haben wir denn hier? Staff of Wegwood. Er schafft Gras auf Dreck. 6% Critical Strike Chance. Schwache Knockback. Aha. Schieß schnell. Okay. Ich nehme es einfach mal mit. Eine Goldmünze. 2 Federfalltränke. 19 Fackeln. 5
Silberbarren und 34 Wurfmesser. Wo soll ich denn ausrüsten? Ups. Hallo, nochmal. Ist das eine... Ja. Okay. Ich überlege, ob ich das Ding verkaufe. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das vergleichsweise viel Geld gibt, aber... Naja. Ich weiß nicht. Vielleicht behalte ich es auch als Sammlerstück. Hallo. Hier wären jetzt die Mini-Sharks gut, weil ich da einfach mal in alle reinballern kann. Hallo. Nein. Es ist immer sehr nervig, wenn man mit dem Ding daneben ballert. Weil man warten muss, bis das Teil wieder da ist. Hallo. Wisst ihr, was ja interessant ist? Die Bumme-Dingenskirchen, ihr wisst schon, Plural von Bumerang halt, die sind ja Nahkampfschaden. Obwohl man die ja eigentlich, naja, ich sag mal, feuert. Ah toll, das war's dann. Nee, das nehme ich jetzt aber nicht so einfach hin. Da möchte ich wieder hin. Vor allem, obwohl ich könnte mir den Doppelgreifhaken craften. Was kann ich mir sonst noch craften? Ich habe ein paar Dschungelsporen. Ich habe einen Haufen Stacheln, aber keine einzige Wein mehr als nötig. Ich habe Silber. Sonst nichts. Noch mehr Silber. Ich kann das Silber einschmelzen, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich das Erz wegschmeißen muss. Ich hätte mir hier oben noch eine Kiste zulegen sollen, wo ich allen Schwachsinn reinstellen kann, den ich nicht mehr brauche. Hallo. Oh, und ich hätte mir jetzt nebenbei bemerkt auch schon direkt den Dingshaken craften können. Obwohl, nee, dafür habe ich nicht genug Dschungelsporen. Naja. Einfach mal weitergehen. Hallo. Ja, danke. Ha, in der Luft. Und abwärts. Weiter abwärts. Weiter abwärts. Moment. Ich nehme jetzt gerade mir so viel Eisenerz mit, wie ich für eine Kiste brauche. Wo ist das jetzt denn? 4, 2 brauche ich noch. So, jetzt kann ich mir eine Kiste machen. Den einen, den ich dafür sehe, nicht zu viel abgebaut habe, ignoriere ich einfach mal. Hallo. Da kann ich mir, wenn ich das nächste Mal sterbe, eine Kiste machen. Ich hoffe zwar nicht, dass ich nochmal sterbe, aber seien wir ehrlich, ich glaube, ich kann das nicht verhindern. Hallo. Komm. Hab's geschafft. Und was haben wir hier sonst noch so? Manita. Ja. Mein absoluter Lieblingsgegner in diesem Spiel. Ach, wie mich diese Dinge aufregen. Okay, den habe ich elegant mit mir rumgeschleudert. Ach genau, da war das Ding. Hier setze ich mal eine Fackel hin. Und dort bin ich dann gestorben, wenn ich mich nicht irre, oder? Ach doch, ich irre mich wahrscheinlich. Hallo? Ah, geht doch. Komm. Vielleicht habe ich es geschafft. Dort kommt das hin. Ach, so viele Man-Eater. Okay. Oh, und da vorne kommt auch noch das Ding an. Na toll, jetzt bin ich auch noch vergiftet. Heiltrank. Oh, die Kugeln fliegen unter Wasser langsamer.
Naja, immerhin funktioniert eine Schusswaffe überhaupt unter Wasser. Also so eine moderne Schusswaffe wie die, die ich gerade in der Hand habe, ich glaube nicht, dass die in echt unter Wasser funktionieren würde. Dafür würden die Patronen auch nicht leuchten. Hallo? Hier kommt übrigens mal ein Glowstick hin. Der leuchtet dann wenigstens ein wenig. Oh oh. Ach! Verdammt! Und ich weiß nicht mal mehr, wo ich zuletzt gestorben bin. Irgendwie echt gut, dass ich mir diesen Regenerationstrank mitgenommen habe, wenn ich ihn sowieso nie trinke. Da. Zacker. Und eine Truhe. Und in die Truhe kommen jetzt so Sachen wie die Spinnenweben. Diese Scheckel. Die Scheckel. Das Zeug kann ich so noch wegschmeißen. Dschungelsporen werde ich jetzt gleich weiterverarbeiten. Nee, davon habe ich immer noch nicht genug gefunden. Stinger habe ich jetzt wirklich mehr als genug. Der eine Rubin, den möchte ich ungern verlieren. Moonglows, Jungle Grass Seeds brauche ich auch nicht so häufig. Die Wurfmesser. Die Bomben, die Tränke, die Waren, der alte Bumerang. Silbererz. Der Schlamm. Das verrottete Fleisch und der Stern. So. Das Dschungelzeug nehme ich noch mit, damit ich mir vor Augen halten kann, wie viel ich genau habe. So. Dann gehen wir doch nochmal da rein. Ist jetzt aber, glaube ich, auch das letzte Mal. Wenn ich das nächste Mal sterbe, dann gehe ich nach Hause. Ich meine, ich kann mir zumindest den Doppelhaken craften. Außerdem muss ich mal wieder irgendein Ziel setzen, wie lange ich jetzt spielen möchte. Sonst spiele ich wieder viel zu lange. Also, vom Spielen stört mich das nicht. Auch nicht davon, dass ich dann ein paar Aufnahmen im Voraus produziert habe. Das Nervige ist das Rendern. Irgendwie bei der 2-Stunden-Aufnahme stürzt mein... Also wenn ich davon halt eine Aufnahme rendern möchte. Ich mache das ja so, ich schneide das noch im Programm zurecht. Und mach das Ding dann soweit fertig. Ich glaube, ich habe mich gerade selbst verlabert. Also, ich mache das nicht, dass ich das Ding als Ganzes renne und dann in einzelne Parts schneide. Ich schneide das Ding erst in einzelne Parts und renne dann jeden Part einzeln. Naja, ich weiß gar nicht, ob man das auch anders machen kann. Irgendwie verstehe ich immer, dass das die YouTuber so machen, aber ich mache es halt so, weil es für mich so einfacher ist. Falls es irgendjemand anderes macht, vielleicht benutzt er ja ein anderes Bearbeitungsprogramm, Renderprogramm, ist es schon. Komm, gleich habe ich's. Na toll, und dann droppt das Mistviech noch nicht mal eine Wein. Ich könnte mir zum nächsten Mal angucken, wie hoch eigentlich die Tropfchance für so eine Liane ist.